Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein neues Baby-Update. Ganz viel Spaß! Die kleine Maus ist jetzt 8 Monate alt und ich habe euch ja versprochen, dass wir regelmäßig ein Baby-Update machen, damit Isa nicht so durcheinander kommt hier, ne? Das geht ja gar nicht. Deswegen ist es mal wieder Zeit für ein ordentliches Update und es ist so viel passiert. Der absolute Wahnsinn. Nichts ist mehr vor Ella sicher. Leute, die krabbelt. Auf einmal konnte die krabbeln. Erst war das ja so, dass sie selbstständig von der Liege in die Sitzposition gekommen ist und sich dann hingesetzt hat. Und dann war das am Anfang noch so eierig, aber dann immer, jetzt ist es super sicher. Und früher hat sie sich ja so vorgerobbt und viel gerollt und jetzt krabbelt sie. Ich bin so stolz. Wahnsinn. Wahnsinn, wie viel die kleinen Mäuse in so kurzer Zeit lernen, oder? Das hat mich richtig gerührt. Ja, und das zeige ich ihr auch. Also ich lobe sie dann auch und gebe ihr ein positives Gefühl und sie freut sich dann und lacht ganz viel und super schön. Aber weil sie eben jetzt so mobil ist, war es eben höchste Zeit, die Wohnung endlich richtig kindersicher zu machen. Deswegen haben wir jetzt alle Ecken und Kanten, alles Scharfe in der Küche, Schubladen etc. alles kindersicher gemacht, Steckdosen, ja. Und da habe ich den Trick gemacht, dass ich einfach auf allen Vieren gegangen bin und mal aus ihrer Perspektive geguckt habe, was sieht die denn so. Und da sind mir Sachen aufgefallen, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, und dementsprechend bin ich dann hier durch die Wohnung gerobbt, habe mir alles angeguckt und jetzt ist alles safe. Genau. In Sachen Sprache, Sprechen hat sich ja auch was getan. Die guckt jetzt immer irgendwelche Sachen an, wie zum Beispiel die Katzen oder so, und sagt dann, da. Dann hebt sie auch noch die Hand immer so hoch und sagt, da. Ja, also da ist gerade ganz groß am Start. Mam, 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 mam und nan, nan. Mam, mam. Dieses Mam, Mam, also ich glaube, es dauert nicht mehr lange und dann sagt die Mama. Ma? Also vom Papa ist noch gar nicht die Rede. Ist noch weit entfernt. Aber ich finde das auch gerecht. Also wenn das Kind schon aussieht wie der Vater, dann kann es wenigstens Mama als erstes Wort sagen. Das Fremdeln der Babys im 8. Monat wird ja auch als 8-Monats-Angst bezeichnet. Und so ein Mühchen merken wir das auch. Also ich habe euch ja erzählt, dass Ella sonst überhaupt nicht fremdelt und alle Leute mal anstrahlt und so. Aber da merken wir jetzt so langsam, was fremde Leute angeht, da ist sie nicht mehr ganz so offen, auch so ein bisschen skeptisch manchmal. Also es ist jetzt nicht so, dass sie direkt anfängt zu schreien. Aber manchmal denke ich so, jetzt ist gleich kurz davor. Ja. Aber ich bin sicher, das ist auch schnell wieder vorbei. Weil sonst irgendwelche anderen Fremdelanzeichen hat sie eigentlich nicht. Und ja, wie gesagt, ne? Ihr kennt das ja, das sind alles Phasen, die gehen vorbei und dann kommt die nächste Phase. Was ich noch super interessant finde, ich habe gelesen, jetzt gerade, wo die Kinder ja auch noch mobiler werden, jetzt krabbelt Ella, sie zieht sich auch langsam schon an Dingen hoch und dann irgendwann wird sie ja dann auch die ersten Schritte gehen. Gut, das dauert jetzt noch ein bisschen, aber es gibt ja sogenannte Laufwegen, daran können die kleinen Mäuse das Laufen lernen. Und ich weiß nicht, ob ihr das anders gehört habt, aber ich habe tatsächlich gelesen, dass diese Laufgeräte überhaupt nicht gut sind, dass es die Kinder eher daran hindern, laufen zu lernen, weil die Muskulatur nicht trainiert wird. Ja, also da gibt man dann Geld aus für was, was eigentlich gar nicht nötig ist. Ne? Nur so vielleicht ein kleiner Tipp am Rande, braucht man gar nicht. Schlafen und Essen klappt nach wie vor prima. Die kleine Maus isst fleißig ihren Gemüsebrei mit Fleisch, je nachdem, wie wir das variieren. Abends gebe ich ihr immer noch den Getreide-Vollkornbrei. Und jetzt seit neuestem mache ich da auch mal ein Fruchtpüree rein oder reibe Äpfel oder so ganz fein oder manchmal eine Banane. Das mag sie auch total gerne und isst da fleißig. Ja, also das klappt richtig gut. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Ella zahnt gerade. Zum Glück hat sie jetzt nicht wirklich krasse Schmerzen, aber ich merke manchmal, dass sie so ein bisschen unruhig ist und die hatte auch eine Zeit lang Durchfall. Es kann jetzt natürlich am Zahn liegen, es kann aber auch daran liegen, ich habe irgendwie gehört, durch das Zahn ist das Immunsystem eh geschwächt und da kann man sich leichter was einfangen, wie vielleicht war das dann doch irgendwie Infekt oder sowas und deswegen hatte sie den Durchfall. Wir haben dann einen Tag ihr kein Brei gegeben, nur Milch und dann irgendwann haben wir geriebenen Apfel stehen lassen, dass der braun wird und das dann gegeben und das hilft dann auch ganz gut gegen Durchfall. Ja,
Es ist aber zum Glück dann irgendwann auch wieder besser geworden. Das hatten wir nur so, ich glaube, eine Woche oder so. Sie hat aber immer gut getrunken dabei, weil sonst wird es ja auch kritisch. Beim Durchfall verlieren die kleinen Mäuse ja sehr viel Flüssigkeit. Und wenn die dann auch noch das Trinken verweigern, wird es gefährlich. Das hatten wir zum Glück nicht. Also es war nie kritisch. Man musste halt oft die Windel wechseln. Sie war so ein bisschen unruhig und der Popo war leicht wund. Aber das ist jetzt alles wieder gut. Ja, das sind unsere Neuigkeiten aus dem 8. Monat. Oh, ist so spannend, ja, was die Mäuse immer so lernen, oder? Wahnsinn. Bald läuft die hier wirklich durch die Bude. Ich sehe schon kommen. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz tollen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Muah.